Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind hier im Sumpflager und ja, wie gesagt, diesen Balltypi dürfen wir nicht ansprechen, aber wir haben hier noch einen alten Bekannten. Also noch ist er nicht ein alter Bekannter, aber ja, aus Fans der Gothic-Reihe gesehener Sicht ist es ein alter Bekannter, also Lester, ein Freund von uns. Hallo, wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Mhm. Ich will aber mit deinem Meister reden. Erzähl mir was über das Lager. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Kann ich hier auch irgendwo pennen? Reden wollen? Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher. Ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Okay, dann erzähl mir mal was. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ja, alles. Was weißt du über das Kraut? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Es ist hier schon mehr, als was man verlangen kann. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Ja, das glaube ich dir. Erzähl mir was über die Gilde. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Na super, servus. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Eigentlich nicht, aber vielleicht kriegen wir eine Quest. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Bana Mip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Aha. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir spricht? Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Ja, das wäre schön. Für die Erfahrungspunkte, ne? Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ja, dann würde ich sagen, wo kann ich pennen? Ja, eine der Hütten in der Nähe vom Lagerzentrum ist vor kurzem frei geworden. Sehr gut. Wenn du willst, kann ich dich hinführen und dir zeigen, wo sie steht. Das wäre überaus freundlich. Dann zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Schmiede, Haupttor, Tempel, Lehrer, Alchemie, freie Hütte. Nehmen wir mal die freie Hütte. Folge mir. Ja, bitte gern. Dann gehen wir gleich mal pennen, ne? Grüß euch, Burschen. Servus, fröhliches Rauchen. Guten Tag.
Guten Abend. Jawohl. Ich passe mich schon mal an, ne? Ich bin schon verwirrt, ohne dass ich rauche. Da fängt gerade eine Unterrichtsstunde, also ist gerade eine Unterrichtsstunde scheinbar. Bei denen habe ich mich auch noch nie einschreiben lassen, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es mal ein Replay zum Replay. Versteht's? Und dann können wir hier mal uns einschmeicheln. Aha. Oh. Ja, und jetzt? Wenn du diese Leiter aufsteigst, kommst du zu der Hütte. Okay. Allerdings lassen wir normalerweise nur Lagerangehörige oder Neue in unsere Hütten schlafen. Aha. Also pass auf, dass du dich nicht als Angehöriger des anderen Lagers irgendwie ausgibst. Die Templer können ziemlich unfreundlich werden, wenn du dich nicht an unsere Regeln hältst. Okay. Hast du vielleicht dann so ein Kleid für mich? Zieh dich ein wenig um, ich werde hier auf dich warten, aber lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehe ich wieder zurück. Kannst du eigentlich auch machen, ist wurscht. Wir sind ja ein alter Hase hier, auch wenn wir hier neu sind. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich die geistige Führung, eine geistige Führung und dann haut es schon hin. Hä? Ist das jetzt der... Wer ist das? Hey, du! Verzieh dich raus hier! Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Das war jetzt der, keine Absicht. Also die Hütte ist ja frei für uns. Okay. Wurzelsuppen. Schau, sogar Essen haben sie für uns bereitgestellt. Die Truhe wird leer sein, denke ich mal. Jawohl. Das ist aber nett. Sogar ein Essen für uns. Was haben wir da? Ein Götzending? Die Einrichtung gab es damals noch nicht. Auch diese Öfen hier noch nicht. Auch eine eigene Wasserpfeife haben wir da. Ja, das würde ich sagen, da entspannen wir uns jetzt gleich mal, ne? Nur mal so einen ordentlichen Zug. Ah, ja, das braucht man. Einen ganzen Tag gehatscht, Lurker geschlagen. Da kann man sich ruhig mal ein bisschen entspannen, ne? Ja. Ein bisschen inhalieren ist nie verkehrt. So, aber jetzt würde ich sagen, genug geraucht, genug inhaliert, jetzt gehen wir mal pennen. Genau, die Fackel schmeißen wir gleich in die Wohnung rein, damit auch alles schön beheizt ist, ne? Und ich würde sagen, bis zum Morgen pennen wir mal. Das ist echt praktisch, brauche ich das nicht mehr machen. Das macht schon die Mod selber, das Gähnen in der Früh. Ist allerdings ein bisschen ansteckend. So. Gut, also unsere Wohnung. Aha, die Fackel hat er wieder... Gut. So, ich müsste mal kurz nachschauen. Was haben wir denn jetzt schon eigentlich alles gelernt? Schleichen? Alchemie können wir auch schon. Okay, Schmieden und Akrobatik fehlt noch. Gut. Sowie auch die ganzen einzelnen Sachen wie Schlösser knacken, Taschendiebstahl, Magic und so weiter. Jawohl. Gut. Ja. Die Erfahrungspunkte 3000, knappe 3000 brauchen wir noch. Ja, ist auch nicht schlecht. Passt. Ich habe in der Tat ein kleines Problemchen. Ich habe in der Tat vergessen. Schon wieder. Wie das mit den Schleichen gegangen ist. Ich bild mir ein. Es war jetzt nur gehen. Ich bin verwirrt. Wie ging das mit den Schleichen nochmal? Warte mal. Ich muss da kurz mal nachschauen. Wo war denn das? Tastatur. Wie war denn das mit dem Schleichen? Ah, okay. War doch A. Wieso geht's? Okay, geht ja. So. Praktisch, wenn man so eine Tastaturbelegung nachschauen kann.
Ein grüner Novize. Hat er auch noch vielleicht eine Truhe? Ja. Kane. Da muss man leise sein, dass der nicht merkt, dass wir da sind. Verstehst? Ja. Schön leise sein. So, mal da speichern. Also kurz flüstern. Ja. So ist brav. Genau. Scheiße. Okay. Ich lade mal ganz kurz. Gut, dass ich gespeichert habe. Nichts mitbekommen, passt. Ich schau schon wieder. Aha. Okay, das ist echt lästig. Nochmal laden. Das hat mir zu viele Dietriche gekostet. So, nochmal laden bitte. Und dann passt schon. Ja. Du Heiliges. Bleiben Sie schlafen, ich bin nicht da. Da, jetzt haben wir es. Ein fünftmal Traumruf und Reis. Ich glaube, da war im neuen Lager drin. Da. Dann schleichen wir uns wieder. Hier ist definitiv mehr zu holen, als wie oben bei der neuen Mine von den Armtröpfchens da. Passt. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir klettern wieder runter. Eigentlich könnte ich mir oben, warte mal, ich könnte mir um die Häuschen fertig anschauen, ne? Wenn noch welche auf dem Weg wären. Da zum Beispiel. Aha, der ist wach. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Der schaut gerade lieber seine Wand an. Hä? Da geht überhaupt nichts. Muss man da etwa schon besser Schlösser knacken können? Das könnte sein, dass die so fies. Hoppala. Ich bin nicht da. Das will ich jetzt aber nochmal probieren. Das war jetzt mehr wie komisch. Was sollte das denn? Tatsächlich, das geht nicht. Okay. Dann geht's halt nicht. Okay. Dann halt nicht. Bin schon draußen. Dass ich nicht anscheißen muss, der Kerl da. So. Gut. Dann geht's halt nicht. Sollte ich dann vielleicht noch ein bisschen warten mit den Schlösser knacken. Gut. Ich laufe jetzt am helllichten Tag mit der Fackel rum. Das kann auch nur ich. Dab, 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 schwupp. So. Wen haben wir denn da? Einen stinknormalen Novizen. Hier haben wir noch eine Hütte. Kann ich hier... Stütze ich ab, ne? Probier's mal von der Seite. Kann man hier... Ist hier jemand zu Hause? Nein. Dann würde ich sagen, ich probiere mein Glück und schleiche mich rein. Und hoffe, dass die Truhe da geht. Ich werde natürlich wieder speichern. Es ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass es auch schwere Truhen gab. Oh, hoppala. Okay. Wurzelsuppe. Und so weiter. Warte, holen wir uns gleich. Ich gehe nur schnell meinen Dietrich retten. Und ich hoffe, dass ich nicht vergessen habe, wie ich angefangen habe. Ich glaube rechts. Ja. Passt. So, Erzbröckchen. Sumpfstängel und Essen. Sehr gut. Wurzel. Wurzel? Wie ist das? Wurzelsuppe. Hoppala. Bin schon weg. Was haben wir denn da? Da wächst ja tatsächlich was. Sumpfkraut. Sumpfkraut. Heilkräuter.
Aha, hier gibt's Fliegen. Ja, das kann man immer brauchen. Ja. Yeah. Ach so? Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. War nicht besonders schlau. Kata. Bar und zusammen Kata. Versuchten sie durch Gebet und Meditation, den Schläfer auf spiritueller Ebene zu treffen. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Oh, die Ohren. Das tut mir Seit jetzt aber leid. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Aha. Viel hat sich geändert. Aha. Der Glaube ist gewachsen, hat ja. sich gefestigt und wurde weitergetragen. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren, haben nicht aufgegeben, den Schläfer zu rufen. Ja, leider. Leider, muss man dazu sagen. Leider. So, dann versuchen wir hier nochmal unser Glück. Wieso renne ich eigentlich immer noch mit der Fackel durch die Gegend, weil ich es kann. So, speichern nochmal. Dann bringen wir unser Glück noch bei der Truhe hier. So. Ah, brich ab, hast du recht. Okay, die ist gleich wie die andere. Kann ich noch meinen Dietrich retten. Und dann würde ich sagen, werden wir noch mal zu, zu Laris gehen. Zu Cor Calom. Quests versuchen zu nehmen. Puh. Ja, arbeiten. Hä? Okay, da bricht, glaube ich, sowieso generell mal ab. Je nach Benutzung ist er, glaube ich, immer schwächer. Und dann irgendwann bricht er sowieso weg, weil jetzt habe ich mich nicht verdrückt. Trottel. Naja. Okay. Man muss eben lass mir das jetzt mal so. Ich bin leicht unbeholfen, gell? Auf jeden Fall zu Cor Calom müssen wir, glaube ich. Da mussten wir ja was stibitzen, ne? In seiner Truhe. Kommt mir vor. Wo war jetzt da schnell der Zugang dazu? Warte mal. Ich muss mich da kurz konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt da drüben war. Nein, ich glaube hier drüben. Hier oben war, glaube ich, ein Cor Calom sei Platzl. Da oben. Und da durften wir jeden Tag unsere Portionchen. Tritt näher! Kraut abholen. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ach so? Dann zeig mal. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Wenn du dich für ein anderes Lager als uns entscheidest, wird dir der Zugang zu unseren Rationen verwehrt Falls bleiben. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay. Dann schauen wir mal. Ich will handeln. Was willst du haben? Das ist ganz Oder willst du was verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Okay, du bist ja auch arm. Du hast ja auch nur 25 Erzbrocken. Lass gut sein, Kumpel. Ist schon okay. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal beim Kalümpchen um, ne? Der war, glaube ich, schon da oben. Und ich bilde mir ein, in seiner Truhe war was für uns. Kommt mir jetzt so vor. Kräuter hat er da. Er tut das wieder umrühren, sei Suppen. So, guten Tag. Halt! Niemand darf meinen Meister bei seinen Experimenten stören. Entschuldigung. Ich will aber schon stören. Ehrlich gesagt. Ganz toll sogar. Ich habe nichts gemacht. Hä?
habe nur geschleicht. Darf ich jetzt wieder aufstehen? Oder werde ich jetzt echt bestraft, nur weil ich kurz in Schleichmodus war? Das Geprügel. Das Geprügel. Das Geprügel. Das Geprügel. Ich brenn ja eh schon. Das Geprügel. Au. Da bringt mich um auch noch. Und raubt mich aus. Okay. Na, so geht das nicht. So geht das nicht, meine Herren. Okay, also in der Nähe von Korkolom, wirklich. Lass die Finger von dem Kerl. Lass den Kerl. Der ist nicht ganz dicht. Also geht's auf keinen Fall an den ran. Auf gar keinen Fall. Das ist richtig. Also, puh. Das ist noch nicht ein Stück härter, als ich es gewohnt bin. Tatsächlich. Gut. Also, wir dürfen hier jetzt dann nichts machen. Gar nichts. Gut. Es wird sich Gelegenheiten bieten, meinte der, dass wir angesprochen werden. Okay. Hallo? Wer bist du? Hi, wohin soll es denn gehen? Hi, wohin soll es denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Korkalom. Okay. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Okay, was ist das für ein Sekret? Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht er das Sekret? Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug von dem Zeug? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Habe ich gesehen. Im Stehen. Na dann. Servus. Da unten wäre noch eine Schmiede, ne? Können wir uns ja da mal umschauen. Ich möchte die Fackel gerne wegtun, ehrlich gesagt. Geht das? Kann ich die wieder... Muss ich sie einfach nur wegschmeißen eigentlich, ne? So. Templer, Templer, Novize, Novize. Ein Darion. Hey, Hallöchen. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Schau. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also störe mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Jo, was kannst du mir das beibringen? Ich unterrichte nur Leute, die uns zugehören. Die zu uns gehören, ja. Wenn du was lernen willst, wirst du dich uns erst anschließen müssen. Tja, so, sonst gibt's nichts, Freund. Kannst du wieder schleichen? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Jawohl. Erz hat er auch genug. Da könnte man... Nagelkeule. Will er mich schälen? Handaxt, das ist ja für den Hugo. Und der freut sich nicht mal. Weißt was, callt ein Blonder. Servus. Das ist ja unglaublich hier. Saftladen. So. Gut. Zweimal nix ist nix. Dann gehen wir nochmal den schwarzen Weißen abholen hier. Unser Stängelwerk, das kippe ich dann natürlich auch, weil das habe ich ja gerade vorhin verbockt. Guten Tag. Ja, gib her das Zeug. Hier. Und dann ist gut. Servus. Nein, Handel möchte ich nicht. Servus. Gut, das hätten wir jetzt auch schon soweit. Jo. Ich fürchte, da muss ich zu Laris zurück, ne? Zurück. Wir haben uns hier noch auf dem Platz umschauen, ob es hier vielleicht noch jemanden gibt,
der eventuell was für uns hätte. Lauter Baal-Typen, Novizen-Typi. Aha, Schutz vor Sumpfhain wahrscheinlich. Ein Templer-Typi, noch mehr Novizis, noch mehr Templer. Templer, Novizen, 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 Novizen. Ein Baal-Typi, dürfen wir nicht ansprechen, weil dann sind sie ja wieder schlecht gelaunt. Noch mehr Templer, aber ich glaube, hier war doch schon mal irgendwo. Da oben ist, glaube ich, der Alpha-Templer, ne? Der was in Iberien beschützen muss. Halt, da wäre jemand. Ein Taglas, hallo. Da muss ich mal fertig rauchen. Nur kein Stress. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich habe wenig Zeit. Muss mich um meine Aufgaben kümmern. Was gibt's über den Ort zu wissen? Was gibt es Wichtiges über diesen Ort zu wissen? Es ist ein Ort des Glaubens, Bruder. Wir haben nicht viel, aber was wir haben, teilen wir gerne mit denen, die sich die Lehren des Schläfers anhören wollen. Suche einen der Gurus auf und lass deine Seele bereichern. Ja, ob das so eine gute Idee ist. Wer ist der Anführer? Wer sind eure Anführer? Iberion, ja. Kor Kalom und Kor Angar sind genau unsere geistigen Väter. Ja. Sie stellen unsere Verbindung zum Schläfer dar. Wenn wir an den Anrufungen teilnehmen, sind sie es, die den Kontakt zum Schläfer herstellen. Ich glaube kaum. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Du hast dich entschieden, dem Schläfer zu dienen? Vor dir liegt ein Weg voller Freude und Glück. Geh zu Kor Kalom. Er entscheidet, für welche Aufgabe du am besten geeignet bist. Dafür nicht, der kriege Schuss, wenn ich da aufgehe. Aber danke. Darf ich dann hier durch oder ist das auch verboten? Na, da darf ich tatsächlich durch. Noch will mich keiner umbringen. Vielleicht hier oben. Halt! Hallo? Ja. Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Okay. Wenigstens sind wir schon mal die Hälfte der Treppen hochgekommen. So, dann gehen wir halt wieder weiter. Also müsste ich doch zu Kor Kalom. Geht ja aber irgendwie nicht, weil Experimente gestört, sauer alles sind. Puh. Ne? Aber vielleicht muss ich das ja sogar machen. Hoppala. Vielleicht muss ich ja tatsächlich zuerst das triggern. Kann ich mir gut vorstellen, vielleicht. Ah, da haben wir noch jemanden. Wer bist denn du? Joru. Du bist hier neu. Hast du schon unsere Kraut genossen? Das solltest du unbedingt tun, weißt du, es ist ziemlich gut. Es öffnet deinen Geist und die Worte des Schläfers. Also für die Worte des Schläfers. Komm, komm zu uns und lass deinen Geist frei. Mach dich bereit für eine Reise. Eine spirituelle Reise. Lerne die Macht des Geistes zu nutzen. Lerne sie zu kontrollieren. Mach dich frei von Suche und beginne zu finden. Entdecke die Wahrheit, das alles kannst du erreichen. Okay, wenn du das Kraut nimmst. Gut. Novize. 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 Ein Melvin. Hallo. Der verschwundene Butler vielleicht? Hey, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Okay. Okay. Gut, das zu dem. Na. Novize, Novize, Novize. Lester. Ja, vielleicht soll ich doch nochmal zu Kor Kalom marschieren. Sollte ich vielleicht doch noch zuerst und das zumindest mal triggern und dann vielleicht dann erst Lester fragen, ob er was für uns da machen kann. Vielleicht. So, dann hier rüber. Dann darüber. Erschien vor langer Zeit und gab den Menschen Horuk, eine Vision. Darüber glaube ich was. Horuk, Horuk.
darüber, genau. So, zu viele Kreuzungen hier. So, dann drücke ich nochmal den Leibwächter und dann gehe ich zu Lester zurück. Mehr kann ich hier, glaube ich, eh nicht tun. Zumindest schaut es so aus. Vielleicht müsste ich auch noch den weißen, schwarzen... Den schwarzen, weißen, so. Noch probieren. Halt, niemand darf hier rein. Sonst gibt's Schuss. Ja, ich gehe schon. Neuer Tagebucheintrag auch. Jawohl. Vielleicht hilft uns das dann weiter. Zack. Dann gucken wir mal. Ich gehe lieber ein Stück weg, weil sonst kriege ich wieder aufs Maul. Zutritt zum Alchemielabor. So. Am Eingang zu Kokolom hielt mich seine Leibwache auf. Ich werde einen Weg finden müssen, wie ich an ihm vorbei zu Kokolom komme. Jo, vielleicht, wie gesagt, kann uns Lester helfen. Oder wir fragen hier mal kurz nach, ob wir ihm das abgeben können. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sagen. Okay. Vielleicht ist das auch schon der Hinweis, dass ich nochmal ins alte Lager zurückhirschen muss. Wie gesagt, das Hin- und Herlaufen ist ziemlich übel. Dass ich dort nochmal zurücklaufen muss, um eventuell so ein Sekret zu kriegen. Welches wir dann bei Kokolom abgeben dürfen. Und somit dann ein Gespräch zustande kommt. Jo. Mal schauen. Ich werde es jetzt nochmal mit Lester probieren. Wenn es nichts bringt, dann ja, keine Ahnung. Müssen wir schauen vielleicht, dass wir zu so einem Sekret kommen. Weil wie wir es ernten können, wissen wir ja schon. Also die Zangen. Lester. Jo. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Kraut, Gilde, okay, das hatten wir schon. Okay, dann ist der Schläfer möge dich behüten. Hoffentlich, ja. Eine Sache gibt es noch, die wir hier uns anschauen können. Das sind die Bauern, die quasi das Sumpfkraut herstellen. Da können wir auch noch hinlaufen. Die werden auch vielleicht noch bereit, uns eine Quest zu geben. Vielleicht, eventuell. Zack. Boah, das war ein komischer Sprung. Aber ja, hier mal durch. So. Guten Tag. Ball Netbeck. Wir sollten eigentlich keinen Ball ansprechen, ne? Aber probieren wir es halt einmal, ne? So, wie schaut's aus? Zeitlich. Oh, der Part wäre schon zu Ende. Tatsächlich. Im nächsten Part machen wir das, okay? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.